Salut Pilot, willkommen zurück und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, letzte Woche kamen die neuen Space Maps an den Start und ich habe mich dazu entschlossen, zu jeder dieser Maps diese Woche ein Gameplay zu veröffentlichen. Das bedeutet, wird eine ziemlich gameplaylastige Woche. Gut, wir spielen heute die erste Map, die dran kam, nämlich die Hope Startrampe. Wir spielen auf jeden Fall unseren Nomad mit Repeater. Ja, ist jetzt ein bisschen was Neues, was ich mal ab und zu mitnehme. Macht ganz schön Spaß. Könnte aber ein bisschen mehr Damage vertragen. Dann auf jeden Fall den Search mit den Stormrag 12, obligatorisch. Unseren Seeker mit den Ember Guns, nicht Ember, sondern Fragment Guns, darf auch gar nicht mehr fehlen. Und dann natürlich den Orion mit den Railgun 12 und den Eclipse mit den Ember Gun 12. Wir gucken jetzt, welche gegen uns heute über den Weg laufen und ob wir sie bezwingen können. Auf geht's! So, meine Freunde, Hope Startrampe, erste Runde. Wir spielen gegen Bobas von PLW. Ich kenne weder den Clan, ich kenne auch nicht den Spieler, noch nie gegen gespielt. Wir starten mit Seeker und peilen auch die Position an, die ich euch letztens im Map Overview gezeigt habe, nämlich hier diese Terrasse mit der Brüstung vorne dran, denn hier haben wir die Möglichkeit, einen Großteil der Map auch ohne das Reichweitenimplantat von Seeker abzudecken. Bobas ist links mit einem Panther, der ist noch ein bisschen außer Reichweite. Wir nehmen uns hier Gemini und wir haben hier auch gleich zwei andere Bots, die können wir auch noch gleich mitnehmen. Zack, haben wir die ersten drei Kills gemacht. Ihr habt gesehen, ich bin jetzt hier relativ gut gegen die Bots durchgekommen. Das lag natürlich zum einen daran, dass auch einer meiner eigenen Bots in der Nähe war, um den die sich erst gekümmert haben. Jetzt holen wir uns den guten Bobas raus, zack, und den nächsten und schauen, ob wir den dritten auch noch kriegen. Okay, auch noch bekommen, direkt 6 Kills gemacht. Aber mittlerweile muss ich sagen, dass ich auch relativ gut gegen Bots klarkomme mit Seeker. Seeker ist eigentlich ein Mech, der, also wirklich, es ist keine Vermutung, sondern das kann ich bestätigen aus sicherer Quelle, dass Seeker so konzipiert worden ist, dass er gegen Bots nicht gut funktioniert. Es soll ein Bot sein, der ausschließlich gegen Spieler hilfreich und erfolgreich einsetzbar ist, aber gegen Bots soll das Ding Probleme haben. So, das kann man allerdings mit ein bisschen Wachsamkeit und Taktik umgehen. Zum einen, wenn ihr euch teleportiert, achtet darauf, dass es auf keinen Fall ein Bastion ist. Das ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig. Bei Spielern ist es einfach, weil die schalten immer direkt ihren Schild an. Bei den Bots eher weniger. Denn die Bots schalten ihren Schild nur dann an, wenn sie angegriffen werden. Und das kannst du mit dem Seeker natürlich dann erst sehen, wenn du dich teleportiert hast. Zumindest, wenn das angepeilte Ziel sich hinter irgendeinem Objekt befindet, wie Gemini hier zum Beispiel. Dann wird es schwierig. Also es kann immer mal passieren, dass man sich aus Versehen dann hinter einem Bastion teleportiert und ja, dann ist man in der Regel halt tot, kann vorkommen, aber sofern es möglich ist, das Ganze einzusehen, immer darauf achten, dass man sich auf keinen Fall hinter einem Bastion teleportiert. Und wenn mehrere Mechs unterwegs sind, muss man halt ein bisschen das Spielfeld im Auge behalten, dann, oh, ich bin Lowlife, oder? Ja gut, eine Runde kann ich noch. Dann sollte man drauf gucken, dass man sich immer hinter den letzten dieser Gruppe teleportiert. Also nicht den vordersten, nicht den mittleren, sondern immer den letzten. Und da hat man dann eben die größten Chancen, dass man zum Beispiel mit der Fragment Gun noch durchkommt. Ich spiele jetzt hier auf meinem Seeker auch noch mit dem Damage-Implantat, das letztens im Shop angeboten wurde vor 12 Euro. Also wir haben quasi 30% Bonus-Damage und nochmal 30% vom Implantat. Also das macht schon, das haut schon ordentlich rein, die Fragment Gun auf Seeker. Wir haben übrigens die erste Runde herausragend gewonnen, nur mal so nebenbei, das war 23 oder 24 zu 9, ultra krass, also das war für ihn absolute Klatsche, mal gucken, ob er es jetzt in der zweiten Runde besser hat, zack, und Varap ist weg, so, wir werden wieder angepeilt von den Helix, die hier wieder da hinten spielt mit seinem Guardian, er spielt jetzt sehr, sehr defensiv, das ist natürlich gar nicht mal so sinnvoll in dieser Situation, eigentlich müsste er sich was holen. Okay, die Helix haben umgedreht und nicht getroffen. Wow, okay, den Search haben wir noch bekommen. Ein anderer Search hat uns aber weggeholt. Hier mit den Stormrags, mit den 16ern und 8ern. Wir gehen weiter mit Eclipse und den Ember Guns. Schöner Skin übrigens hier, der Automaton. Echt cool. Ja, er hätte eigentlich, müsste er jetzt mit ja wesentlich aggressiveren Methoden vorgehen. Er spielt zum Beispiel hier in Search mit Arctrons. Das ist natürlich auch nicht mehr das, was es vor einiger Zeit noch war, vor einigen Wochen noch war. Aber es hat halt auch nicht jeder einfach das Geld, ständig alles umzustellen. Kann ich natürlich auch verstehen. Aber er müsste hier einfach mit etwas anderem reingehen. Nicht mit einem Guardian, der Helix-Rack spielt, sondern ich finde, Helix ist ohnehin eher eine Teamwaffe. Ne? Also wirklich im Alleingang, da drehst du keine Spiele, wenn du einen guten Gegner hast. Okay, diesmal sieht es ein bisschen knapper aus. 14-11 auf jeden Fall. Wir wurden gerade weggemacht von einer Repeater 16 auf einem, ja, Pillomech. Auf einem äußerst nicht legendären
haben wir hier die Revenge-Medaille auf einem äußerst nicht legendären Redox. Zu Redox werde ich auch noch ein Video machen tatsächlich, entweder diese oder nächste Woche. Das Video ist schon fertig seit einer Woche. Aber jetzt kamen mir halt die neuen Maps dazwischen, deswegen verspätet sich das Video so ein bisschen. Da haben wir mal ein bisschen über Redox geredet, ob der dann wirklich so legendär ist oder eben nicht. So, 3, 2, 1 und wir haben die Runde mit 18 zu 13 gewonnen. 2 zu 0 für uns. Und schauen wir mal, was wir so erreicht haben. Wir sind MVP mit Seeker und haben mit Seeker 17 Kills gemacht. Und sind sogar Third MVP mit Eclipse, mit den Embers. Da haben wir auch nochmal 5 gemacht. 24 Kills insgesamt, 453 Punkte. Das ist schon echt eine Mega-Leistung. Ein paar Missionen haben wir auch abgeschlossen. Und oh, Probas hat nur 3 Kills. Das ist natürlich übel. GG. So, Runde Nummer 2. Wir spielen gegen Axe von GmbH. Ja, sehr, sehr nice auf jeden Fall. Möge der bessere gewinnen, mein Freund. GmbH ist ein deutscher Clan, der mit uns recht gut befreundet ist. Und gegen den guten Axe habe ich schon häufig gespielt im 5v5 oder Wettbewerb oder insbesondere auch im FFA. Der startet hier auch direkt links mit einem Eclipse und den AM-Rival 12. Und es steht auch direkt 0 zu 2 für ihn. Das können wir natürlich nicht zulassen, dann müssen wir ihn hier rausholen. Ich kenne sein Equip eigentlich ganz gut, zumindest einen Teil davon. Ich weiß, dass er auf jeden Fall einen Gatecrasher dabei haben wird mit Railgun 16. Den spielt er nämlich immer, absolut immer und ausnahmslos, seit ich ihn kenne. Und er hat auch einen Seeker. Oh, 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 ouch. Okidoki, da hat er uns rausgeholt. 3 zu 4 für ihn. Ja, er spielt seinen Seeker mit den Stormrack 12. In einem direkten Kampf Seeker gegen Seeker hat natürlich sein Seeker definitiv die Nase vorne, denn die Stormrack 12 ist wesentlich, hat einen wesentlich besseren Damage-Output als die Fragment Gun. Er ist auch hier auf der linken Seite direkt wieder gespawnt, auf dem Präsentierteller, gehemlockt. Das war's dann mit seinem Seeker. Es steht trotzdem 5 zu 7 für ihn. Ja, dann müssen wir gucken, dass wir den Unterschied ausgleichen, damit wir die Runde hier für uns auf jeden Fall entscheiden können. Da, okay, da hat uns rausgehauen hier mit seinem Gatecrasher und den Railgun 16. Mit denen kann er auch ganz passabel umgehen. Jetzt gehen wir mal los mit unserem Surge und den Stormrack 12. Nicht nur er hat Stormrack und... Boah, wie ich das hasse. Ey, das habe ich so gefressen, wenn du mit AM-Rival zum Beispiel auf Bot zielst. Oder jetzt in dem Fall mit dem Stormrack. Und du schießt auf den und in dem Moment dasht der Bot einfach weg. Und du sammelst einfach alles in den Boden. Das ist immer ganz, ganz ärgerlich. Okay, noch 20 Sekunden. Wir sind 3 Kills hinten dran. Kritische Geschichte. So, ja, Axe ist wahrscheinlich out of ammo. Sonst hätte er uns jetzt wahrscheinlich schon längst weggeschossen. Das müssen wir ausnutzen. Weg ist er. Hier mit unseren Repeatern auf unserem Nomad. So, kriegen wir den noch? Jawohl, weg ist... Ouch, ouch, okay. Nee, keine Chance. Erste Runde ganz knapp verloren. Ja, auf jeden Fall ziemlich gut. GG. Nicht schlecht, bin beeindruckt. Ich wusste nicht, dass er einen Seeker dabei hat. Deswegen werden wir jetzt unsere Taktik ein bisschen ändern. Ich gehe jetzt los mit meinem Eclipse. Denn solange der im Tarnmodus ist, kann er den mit Seeker nicht anpeilen. Und selbst wenn er ihn anpeilt, kann ich ihn vielleicht mit etwas Geschick umspielen, umlaufen, wie auch immer. So, wir befinden uns jetzt hier eben auf der Pole Position, von der ich eben vorhin auch geredet habe. Ich glaube, ich habe es in der letzten Runde auch schon erwähnt. Das ist einfach mega cool. Da hast du hier so dermaßen Feldkontrolle über diese zwei Ausgangspunkte. Einmal hier hinten in die Base und einmal hier Richtung Mitte. Hier laufen auch insbesondere die Bots relativ oft vorbei. Das heißt, du kannst hier richtig was rausholen. Und ihr seht es auch schon, es geht schon direkt los. 6 zu 2. Jetzt wird es gleich 7 zu 2 sein. Genau. So, wo ist eigentlich Axe? Der muss auf der gegenüberliegenden Seite der Map sein. Also auf meiner Seite ist der jedenfalls nicht, sonst hätte ich ihn schon längst gesehen. So, jetzt haben wir hier einen Hemlock, da ist kein Problem. Und da hinten ist ein Bastion. Bastion ist schon ein bisschen ärgerlicher. Die brauchen immer so lange, bis sie weg sind. Da brauchst du 3-4 Feuerstöße mit der Ember Gun. Einmal für den Schild und dann 2-3 Mal für den Mech. Da, oh, ganz knapp nicht bekommen. Na, jetzt habe ich sie beide low geschossen. Aber jetzt sind sie zu weit weg, oder? Ne, den einen habe ich noch bekommen. Der andere ist aber auch schon wieder fast 100 Meter weg. So, dann gehen wir mal in den Tarnmodus und gehen mal etwas aggressiver in die gegnerische Base. Das ist auch was, das man recht gut machen kann, wenn der Gegner unachtsam ist und du halt wirklich einen Eclipse hast. Ne? Das geht aber wirklich nur mit Eclipse. Dann kannst du hier wirklich gut in die Base rushen und dann noch deine 4-5 Kills machen, bevor du letztendlich abgeschossen wirst. Jetzt haben wir seinen Gatecrasher rausgeholt mit seinen Railguns und es steht extrem gut für uns. Wir haben das Doppelte seiner Kills, es sind nur noch 20 Sekunden. Diese Runde ist eigentlich nicht mehr machbar für ihn. 17 zu 8 momentan. Da hinten wartet er schon mit einem Seeker, so wie das aussieht. Ja, genau. Und seinen Stormrax und ouch. Okay, ja, das war's dann für meinen Eclipse. Jedenfalls liegt er hier auf der Lauer.
auf der Lauer, auf der Mauer. Und wir haben die Runde für uns entscheiden können. Jetzt geht's auf zur finalen Runde. Wieder bessere Gewinn, mein Freund. Never change a running system, deswegen gehe ich hier auch direkt wieder mit Eclipse los. Wieder Richtung Pole Position. Und guck mal, ob ich die Erfolgsrunde von eben nochmal wiederholen kann. Oder ob er sich jetzt darauf eingestellt hat. Okay, Axis da hinten, den möchte ich auch rausholen. Aber da muss ich auf meinen Tarnmodus wieder warten. Wenn ich jetzt rausgehe, bin ich Vogelfutter. So, jetzt. Jetzt schauen wir mal, wo ist er denn jetzt hin? Ach, der steht wahrscheinlich hinten mit... Ja, ich habe ihn gerade aus dem Augenwinkel gesehen im Tarnmodus hier mit seinen... EM-Rivalen. Lol, der hat mich getroffen. Habt ihr das gesehen? Der hat mich getroffen. Und ich habe aber keinen Schaden bekommen. Entweder ein Anzeigebug oder Waffe verbuggt oder... Ja, keine Ahnung. Würde mich nicht wundern. Ah, okay. Schade, Marmelade. Ja, da ist auf jeden Fall meine Clips relativ schnell im Eimer gewesen. Schade, schade. Mit dem reißt man nämlich eigentlich immer recht viel. Wir gehen jetzt mal los mit Surge und den Stormrex. Mal gucken, was wir damit gerissen kriegen. Da hinten kommt ein Hemlock. Das ist nicht gut. Zack, jetzt holen wir uns mal den Hemlock raus. Gott sei Dank hat mich sein Blink gerade nicht getroffen, sein Stun, sein ECM-Shot. Das wäre echt mies gewesen. Na, da hinten lauert das schon, der gute Axe. Ne? Guck, dass er uns rausbekommt. Zack. Und. Ah, Axe hat mich rausgeholt mit seinen Railguns. Okay, es steht 11 zu 10 für uns. Wir sind in Führung. Er hat jetzt gerade den Ausgleich geschafft. Jetzt liegen wir eins hinten dran. Innerhalb von einem Satz. Wird wohl eine relativ knappe Kiste tatsächlich. Nicht schlecht. Jetzt gucken wir mal, was wir hier mit Sika reißen können. Gut, da kommt auf jeden Fall Nomad in die Base gefahren. Den können wir so rausholen. Dann sollten wir vielleicht nochmal... Ah, nee, ich hole mir jetzt Axel. Das war es dann auch wieder für seinen Railgun-Heini. Okay, jetzt haben wir gut was rausgeholt mit Sika. 3 Tötungen gemacht. 16 zu 14. Und kriegen wir den letzten noch. 17 zu 14. Und wir haben die zweite Runde für uns entschieden. Ja, Axe hat aber recht gut gespielt, muss ich sagen. Sehr, sehr schön gemacht. Echt klasse. War nicht mal einfach, muss ich sagen. Also Respekt auf jeden Fall an der Stelle. 23 Kills, 430 Punkte haben wir gemacht. Wieder ein paar Missionen erfüllt. Und insgesamt sieht es so aus, 430 Punkte für mich, 23,4 und 21,2 für ihn, 292 Punkte, GG. Last but not least, Runde Nummer 3, wir spielen gegen Bots, nein, gegen Billu58. Der hat bloß keinen Clan, deswegen habe ich ihn gerade kurzzeitig für den Bot gehalten. Wir gehen los mit Sika wieder auf die entsprechende Sika-Position. Und diesmal hier auf die linke Seite. Wir sehen, Billu spielt hier einen Panther offensichtlich, den wir auch hier direkt rausholen werden. Billu kenne ich auch als Spieler. Hab schon oft gegen ihn gespielt, der ist in der Regel eigentlich jetzt nicht die Herausforderung, aber vielleicht hat er ja heute die Runde seines Lebens, man weiß es nicht. Ne? Kann ja sein. Und oh, da hat uns hier der Onyx direkt mal ordentlich eine über den Latz gezogen. Wir sind hier jetzt quasi Lowlife mit 123.000 Lebenspunkten. Wir katapultieren uns hier mal hinter die Bots, mal schauen, ob wir hier... Oh, nee, okay. Aber hey, wir haben es immerhin überlebt. Ah, aber uns hat dieser blöde... Redox-Verätzungsschaden noch ganz schön um die Mangel genommen. Wir müssen noch 40.000 Lebenspunkte. Das wird wohl ein kurzes Intermezzo für meinen Sieger. Mal gucken, ob wir den Billu noch rauskriegen. Jawohl, den haben wir auf jeden Fall noch bekommen. Wenn wir uns jetzt zurückziehen, genau, dann kriegen wir es vielleicht hinten nochmal ein oder zwei Mechs rauszuholen. Und das ist eben das Gute mit Sieger, dieser Überraschungsmoment, den man dann hat. Okay, zack, der erste Bot ist draußen, wir wurden einmal getroffen, unser Schild ist weg, der zweite Bot ist draußen, eine Sekunde bis zum Rückteleport und wir sehen, der gute Billu hat hier einen Bastion mit den EM-Rivalen 12, das heißt, den können wir jetzt erstmal nicht angreifen, jetzt teleportieren wir uns hinter diese zwei Mechs, ne? Immer hinter den letzten Mech teleportieren, wie gesagt, und ja gut, den zweiten haben wir nicht bekommen, weil den schon Bot abgeknallt hat, egal, Vorführeffekt. So, Billu hat immer noch sein Schild, solange der da ist. Ah, sehr schön. Okay, sein Schild ist weg. Das heißt, das ist jetzt unser Moment, wo wir ihn hier rausholen können. Und da kamen noch Stormrex, die haben uns aber nicht erwischt. Und ja, okay, jetzt sind wir gekillt worden. Aber wir haben einiges an Schaden und Kills verursachen können, bevor wir hier wirklich gestorben sind. So, jetzt gehen wir hier direkt los mit unserem Nomad, mit den Repeatern. Repeater sind meiner Meinung nach Waffen, die haben ein bisschen zu wenig Damage. Sie funktionieren mit Nomad ganz gut, wenn man den Repeater mit dem Dash kombiniert. Okay, das überlebe ich nicht, bin zu weit weg. Seht ihr das? Macht kaum Schaden. Ah, Mist. Okay, egal. Aber wir haben die erste Runde mit 5 Kills Vorsprung auf jeden Fall für uns entscheiden können. So, wir gehen direkt wieder rein mit unserem Seeker. Never change a running system. Wir machen genau das gleiche nochmal. Wo ist er? Mit Panther kommt er offensichtlich nicht. Ah, er spielt Helix.
Das ist übrigens eine Sache, die ich auch nicht ganz verstehe, warum Spieler so häufig, insbesondere wenn sie die erste Runde verloren haben, anschließend auf Helix umsteigen. Das Problem ist, Helix ist eine starke Waffe, insbesondere im Team. Oh, das überlebe ich jetzt nicht, das ist ein Nomad, der gedasht hat. Helix ist eine starke Waffe im Teamplay, aber wenn du alleine losgehst, Single, dann ist die Helix meiner Meinung nach gar nicht mal so der Gamechanger, weil sie einfach gesehen auf ihre Nachladezeit so wenig Damage-Output hat. Sie hat keinen Splash-Damage, das bedeutet, du killst in der Regel, bis auf ganz seltene Ausnahmen, nur einen Mech pro Schuss. Mit der 16er ist es auch meistens One-Shot, das ist schon richtig, aber sie hat halt doch so 3,5 Sekunden Nachladezeit mit goldenem Implantat. Und in der Zeit hast du einfach die Möglichkeit, zweimal mit der Ember Gun zu schießen und machst dann halt 2 bis 3 Mechs weg. Wenn du Glück hast, vielleicht 4. Ne? Und dann gibt es noch andere Waffen, wie zum Beispiel EM16 oder so, die du halt dann auch im Wechsel einsetzen kannst. Es gibt einfach Waffen, die in derselben Zeit mehr Damage-Output haben. Also in der Zeit, die halt gebraucht wird, um die Helix nachzuladen. Und da hast du einfach keine Chance. So, da macht dich der Gegner einfach aufgrund dieses technischen Fakts fertig. Und deswegen würde ich niemals, seht ihr das übrigens, obwohl der hier gehemlockt war mit einem ECM-Shot, ist der weitergelaufen. Die Bots sind nochmal echt krass. Und deswegen würde ich niemals eine Helix-Single mitnehmen. Auf keinen Fall. Oder mitnehmen schon vielleicht als Backup, so auf die letzten paar Sekunden kann man dann natürlich noch was reißen. Wir gehen jetzt mal weiter mit Surge auf den Stormrex. Aber ich würde es nicht so machen wie Belu. So, in der nächsten Runde direkt damit starten. Wir haben es auch schon in der ersten Runde gesehen. Es bringt einfach nichts mit dem Helix. Wenn du die einfach in einem 1v1, wenn der andere Spieler halbwegs was kann, wenn du die da einsetzt, das kannst du voll knicken. So, und jetzt gucken wir mal, 2-1 kriegen wir den Billo noch. Ah, schade, nicht ganz. Aber gut, wir haben auch die zweite Runde gewonnen. Schauen wir mal, unser Sieger ist First MVP. Der Billo ist mit seinem Panther Second MVP und ich bin Third MVP mit Eclipse. Wir haben insgesamt 16 Kills gemacht und 305 Punkte bekommen. Ein paar Missionen haben wir auch erledigt und der gute Billo hat 7 Kills, 2 Assists und 1 oder 3 Punkte. GG an der Stelle. Thank you.